Hallo zusammen, Maya 3007 hier und herzlich willkommen zu meiner nächsten TB Archer Rezension. Mein letztes TB Archer Buch war ja Heidi Gebhardt, Tante Frieda, ein Hohetanne-Krimi. Das Buch hat 237 Seiten, ist im List Taschenbuchverlag erschienen und kostet 9,99 €. Tante Frieda lebt mit ihrem Dackel Amsel ein ruhiges, beschauliches Leben im schönen Hanauer Viertel Hohetanne, wo sie dann auch öfter mal Besuch von ihrer Nichte Lena bekommt, die gerne bei Tante Frieda vorbeischaut, da diese eine absolut tolle und begeisterte Köchin ist. Da lässt sich Lena natürlich nicht nehmen, öfter mal vorbeizusehen und dann eins ihrer Lieblingsgerichte zu bekommen. Alles hat seine Ordnung, könnte man meinen. Denn plötzlich stirbt einer der Nachbarn von Tante Frieda, also ein Mann, den sie sehr, sehr gut kennt, eines scheinbar natürlichen Todes. Aber da wird Tante Frieda hellhörig. Denn in Hohetanne sind in der letzten Zeit ziemlich viele Menschen eines scheinbar natürlichen Todes gestorben. Zu viele für Tante Friedas Geschmack. Sie ist sich sicher, das kann nicht mit rechten Dingen zugehen. Kurz entschlossen schnappt sie sich ihren Dackel Amsel, setzt sich einen Hut auf und macht sich auf einen längeren Spaziergang. Sie unterhält sich mit verschiedenen Menschen und je mehr sie hört, umso sicherer ist sie, da stimmt was nicht. Auch die Polizei wird im Laufe des Buches hellhörig und nimmt dann ihrerseits die Ermittlungen auf. Sie sind sich dann ziemlich schnell sicher, dass die ganze Sache etwas mit Drogenhandel zu tun haben muss. Aber von der Idee ist Tante Frieda absolut nicht überzeugt und nimmt, mehr oder weniger unfreiwillig unterstützt von ihrer Nichte Lena, selber die Ermittlungen auf. Die Spur, die Tante Frieda verfolgt, führt sogar bis nach Mexiko. Aber ob jetzt Tante Frieda oder die Polizei recht haben und wer dem Täter am Schluss auf die Spur kommt, das dürft ihr selber lesen. Ich habe dieses Buch absolut geliebt. Das ist ja der Vorgängerband zu Kein Mord ohne Tante Frieda, den ich auch schon gelesen habe. Und bereits in diesem Buch habe ich ja die Hanauer Miss Marple total in mein Herz geschlossen. Darum habe ich mich jetzt richtig auf das Wiedersehen hier gefreut. Und ich bin wirklich nicht enttäuscht worden. Tante Frieda ist einfach ein Charakter, den man gern haben muss. Ich fand sie von der ersten Seite an total super sympathisch. Ich konnte mich super in die Story hineinversetzen, bin quasi wirklich in Tante Friedas gemütlicher Küche gesessen und konnte ihr dann beim Werkeln zugucken. Auch der Schreibstil war wirklich perfekt. Eine super schön geschriebene leichte Krimikost, eben genau wie ich es mag. Was mir besonders gut gefallen hat, ich habe ja eingangs erwähnt, dass Tante Frieda eine tolle Köchin ist, laut diesem Buch. Und hinten sind die ganzen Rezepte von Tante Frieda nochmal aufgeführt dann. Da ist mir teilweise schon beim Lesen das Wasser im Mund zusammengelaufen. Ich hoffe ja inständig, dass Tante Frieda noch in vielen Bänden ermitteln darf. Ihr könnt es an meiner Begeisterung wahrscheinlich schon erraten, das Buch bekommt 5 Sterne plus von mir. Eine absolute Top-Empfehlung. Allen, die gerne lockere Regionalkrimis lesen, kann ich nur sagen, holt euch die Tante Frieda-Reihe. Und ich hoffe wirklich, dass ich jetzt bei meiner nächsten TB Archer-Ziehung genauso einen Volltreffer landen werde. Mein nächstes TB Archer Buch wird sein Friesenschrei. Da haben wir es. Sarah Dünnschede, Friesenschrei, ein Nordfriesland-Krimi. Kann sein, dass das noch ein bisschen warten muss, denn ich erwarte in den nächsten Tagen noch ein Rezensionsexemplar. Das hat dann natürlich Vorrang. Aber sobald ich dieses Buch hier gelesen habe, werde ich mich bei euch wieder melden.
Also, wir sehen uns bald wieder. Meier 3007.